Moin Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Wir sind wieder unterwegs hier in einem militärischen Sperrgebiet. Wenn ihr Bock habt auf eine kleine, aber feine Tour, dann seid wieder dabei. So, wir sind hier im Barackenbereich. Das sind die Unterkünfte der Soldaten. Und hier stehen so hochstandähnliche Bauten aus Holz, aber wir vermuten einfach, das sind die Wachposten am Zaun von den Soldaten. Die haben sie hier entgelagert, sagen wir mal. Ich war bereits schon hier vor Ort und das Video werde ich euch hier oben mal verlinken, wo zwei Kirchen waren, Sporthallen und ein Casino etc. Und ich finde das so interessant, dass ich hier einfach nochmal vorbeikommen wollte und mir das nochmal anschauen muss. Wahnsinn. Da hinten steht schon eine Kirche. Kann man gut sehen. Und da hinten circa steht noch eine Kirche. Die gucken wir uns dann später an. Es wird interessant. Was ist das? Eine Weinbergschnecke. Eine Weinbergschnecke? Ja. Ist die echt? Ja, die heißt die echt. Kann man sogar essen, ne? Ja, die lebt auch noch hier. Aber die hat sich gerade verkrochen. Ja, dann hau rein, Thorsten. Nee, ich hab keinen Hunger. Wir haben uns wieder das beste Wetter ausgesucht. Den ganzen Tag soll es heute Regen geben. Aber das macht diese Stimmung hier von dem ganzen Ort noch mal deutlich stabiler, finde ich. Und das ist für mich wie so eine Art Walking Dead. Wisst ihr? Das ist ja so meine Lieblingsserie. Und das hat hier absolut den Charme und kommt denen schon sehr nah. Zuschauer haben mir nämlich gesagt, dass es hier noch weitere Räume gibt, beziehungsweise Häuser, die ich alle nicht gesehen habe. Und die versuche ich jetzt mal in diesem Video herauszufinden. Ich versuche herauszufinden, wo diese Orte sind. Mal gucken, ob mir das gelingt. Wir gehen jetzt aber erstmal ganz oben. Jo, hier sind wir ganz oben angekommen und haben von hier eine super Aussicht. Der Regen klatscht mir auf die Glatze. Was gibt es Besseres? So, wir vermuten, wir sind jetzt hier in einer Schulungszentrale oder irgendwie sowas. Weil hier ganz einfach an den Wänden überall so Tafeln sind. Vielleicht ist das auch nur so eine Art Ausstellung, genau wissen wir das nicht. Aber wir gucken uns hier mal um. Das sieht auch geil aus, ne? Das ist ein schönes Foto. Das ist ein sehr schönes Foto. Ich zeige euch das mal. Seht ihr? Dann noch schön der Efeu. Wahnsinn, ey. Anscheinend bestätigt sich unsere Theorie. Denn hier sind so Sitzgelegenheiten. Ja, hier haben halt die Schüler in Anführungszeichen gesessen. Und hier wurde dann entweder eine Kinovorführung mehr oder weniger oder hat halt irgendjemand was vorgetragen. Genau kann man das nicht sagen, aber sieht schon irgendwie ein bisschen komisch aus hier. Kein Plan. Meine zweite Theorie ist ganz einfach, dass das ein Besprechungsraum für die Einsätze war, dass die Leute sich da halt getroffen haben. Wie im letzten Video schon, da haben wir auch Sirenen gehört. Jetzt haben wir wieder Sirenen im Hintergrund, aber das ist diesmal Polizei oder Notruf. Letztes Mal war das wahrscheinlich so eine übungstechnische Sache, dass die von der Freiwilligen Feuerwehr oder von der regulären Feuerwehr halt einfach mal so eine Übung durchführen.
Aber die sieht so ähnlich aus wie unsere Vorgängerkirche, ne? Hier sind wir mitten im Kino. Hier liegen noch die ganzen Stühle. Habe ich euch beim letzten Mal schon alles gezeigt, aber ich wollte mir das einfach noch mal angucken. Ja, ist schon krass. Ja, hier haben wir direkt die Bühnenbeleuchtung, die liegt noch hier rum. Dann ist hier oben noch der Stoff, der vermutlich dann so zur Seite gezogen wurde. Und da im Hintergrund halt die Leimwand. Du schaffst das. Guck mal, die Amy, die ist richtig sportlich. Wer ist das da über dir? Ist das Spider-Man oder was? Ja. Sieht so aus. Ja, wie ich das so mitbekommen habe, sollen hier zwei verschiedene Parteien gehaust haben, mehr oder weniger. Das waren einmal die Kanadier und dann noch die Engländer, soweit ich das weiß. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt zur gleichen Zeit war oder ob die sich hier abgewechselt haben. Ja Leute, wie das hier aussieht, gibt es hier momentan so Baumfellarbeiten. Also müssen wir dementsprechend aufpassen. Ich meine, die können ja auch was sagen, ne? Das ist krass, ne? Auch hier kann man natürlich hochgehen und wir gucken uns das alles mal natürlich von oben an. Ganz natürlich, ne? Don's Adventure. Thorsten haut sich die rüber. Alt. Da sind so orangene Anzüge von Waldarbeitern. Wenn die wissen, dass wir hier sind, ne? Ja, hier sollten nach wie vor noch andere interessante Gebäude sein. Die habe ich aber mal wieder nicht gefunden. Ja, vielleicht gibt es noch eine dritte Tour, ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Waldkult.